Wenn man sich entschlossen hat, Architekt zu sein, muss man den Mut aufbringen, Visionen erfüllen zu wollen. Über Visionen reden heißt auch, über den Zeitgeist hinauszudenken, ein Gespür dafür zu entwickeln, was später einmal Bestand haben wird. Die Ikone, die Sie hinter mir sehen, das ist so etwas weit, weit vorausgedacht und heute noch an Modernität kaum zu überbieten. Dieses Gebäude ist immer Ansporn, weiter zu springen, als man es normalerweise erwarten würde. Architektur ist ja auch eine Kunst der Verständigung. Ein Mittel, sich über Jahrhunderte hinaus mitzuteilen. Wir haben zumindest den Anspruch, die nächsten 100 Jahre auch so zu gestalten wie die ersten 100 Jahre. Und wir würden das fast ähnlich wieder bauen, mit den offenen Räumen, mit dieser machtvollen und gleichzeitig leichten Ausstrahlung. Also selbst 50 Jahre später würden sie gar nicht so viel anders machen.